Ich habe gerade meinen Bachelor beendet und starte nun mit einer kleinen Self-Love-Journey. Eine Self-Love-Journey bedeutet für mich, anzufangen, bedingungslos ehrlich zu sich selber zu sein und das Verhalten zu analysieren, das vielleicht nicht mega gut für einen ist. Ich starte mit meinem Social-Media-Konsum. Dieses Jahr habe ich Social Media in einer eher ungesunden Art und Weise verwendet. Ich habe es meist verwendet, wenn ich Probleme hatte, wenn ich nicht weiter wusste, wenn ich etwas überdacht habe oder wenn ich einfach so meine Gedanken und mein Leben auf stumm schalten wollte und mich in das Leben der anderen flüchten wollte. Irgendwann war es dann so weit, dass ich das Handy auch neben dem Zähneputzen draußen hatte oder wenn ich am Abend nur 5 Minuten reinschauen wollte, dass es dann zu 2 oder 3 oder 4 Stunden wurde. Ich habe es beim Sport angehabt, ich habe quasi ständig mein Handy an, bis zu dem Punkt, als ich realisiert habe, dass ich eigentlich gerade gar nicht so richtig mein eigenes Leben im Hier und Jetzt lebe. Having Monday off is Kennt ihr diese krasse Leere, die man danach fühlt? Man fühlt sich irgendwie richtig schuldig, als hätte man gerade so unnötig die Zeit verstreichen lassen. Man fühlt sich unproduktiv und noch 10-mal schlimmer als davor, wenn man seine Gedanken ausschalten möchte. Ich habe auch euch auf Instagram gefragt, wie ihr euch fühlt, wenn ihr ganz viel am Handy wart oder Social Media konsumiert habt. Und die Antworten waren genau gleich. Wenn wir uns so schlecht danach fühlen, wieso machen wir immer weiter und wieso ist es so schwer, den Social-Media-Konsum zu stoppen? Mich hat das Thema die letzten Wochen total beschäftigt und ich habe super viele Videos zu dem Thema Quitting Social Media, Social Media Detox, Social Media Addiction angeschaut und habe mich somit ein bisschen weitergebildet und geschaut, wie andere Erfahrungen damit gemacht haben und wie sich andere dabei gefühlt haben. Und was mir da am meisten aufgefallen ist, sind die Kommentare. Weil mir da bewusst geworden ist, dass es so vielen Menschen gleich geht und so viele Menschen sich wünschen würden, ein gesünderes Verhältnis zu Social Media zu haben und dass es gar nicht so einfach ist. Das Problem ist, wenn wir Social Media öffnen, dass wir uns gut fühlen. Wir sehen die ganzen Farben, die ganzen kleinen Videos, die uns ablenken von unserem Alltag. Wir bekommen eine Reizüberflutung, wir bekommen einen Dopaminbusch, wir fühlen uns richtig, richtig gut. Danach fühlen wir uns schlecht. Das heißt, es ist total schwierig für uns in dem Moment, abschätzen zu können, wie wir uns danach fühlen, weil wir uns im Moment ja richtig, richtig gut fühlen. Und das löst auch eine Art Abhängigkeit aus, eine Art Dopaminabhängigkeit, weil wir uns dann richtig, richtig gut fühlen. Was auch total viele geantwortet haben, als ich genau die Frage auf Instagram gestellt habe, ist, dass sie Angst haben, etwas zu verpassen, also eine Art FOMO-Gefühl, dass man immer das Gefühl hat, man muss über alles Bescheid wissen und einfach die Angst zu haben, nicht dazuzugehören. Es ist auch ganz normal, dass wir Menschen wollen, dass wir dazugehören. Und es ist einfach bei uns in unserer Generation nicht üblich, dass man Social Media nicht verwendet und dass man dann eher das Gefühl hat, man kommt nicht mit oder man kann nicht mitreden oder man verpasst irgendwie den neuesten Trend. Ein weiterer Aspekt ist die Angst vor Langeweile. Viele Menschen in unserer Generation haben es nicht wirklich gelernt, Langeweile zu empfinden, weil wir so viele Möglichkeiten haben, uns täglich abzulenken. Es gibt so viele Sachen, die wir machen können. Und in den wenigsten Fällen haben wir wirklich Langeweile oder verspüren wirklich Langeweile. Und wenn man Langeweile verspürt, dann ist es das Erste, was man macht, zum Handy zu greifen und sich abzulenken. Dabei stellt man aber die ganzen Gedanken, die man hat, auf stumm. Sein eigenes Leben wird pausiert und man verbringt quasi Stunden damit, in dem Leben der anderen herumzuswipen und lernt vielleicht gar nie so richtig alleine mit sich selber zu sein, weil man ja immer Ablenkung hat. Da ist es nur logisch, dass man einfach Angst davor hat, Social Media nicht zu verwenden, weil man es einfach gewohnt ist, seine Zeit, wenn man alleine ist, damit zu verbringen oder man fühlt sich weniger alleine, man fühlt sich unterhalten, man fühlt sich so, als würde man einfach so dazugehören. Da ist es einfach total schwierig, davon wegzukommen, auch wenn man weiß, wie man sich danach fühlt oder auch wenn man weiß, dass es nicht gut für einen ist. Lasst uns mal einen Blick auf die Bildschirmzeiten schauen, denn ich habe euch auf Instagram gefragt, was eure Bildschirmzeit ist, die ihr auf Social Media verbringt. Also nicht eure generelle Bildschirmzeit, sondern die, die ihr wirklich nur auf Social Media verbringt.
Die Antworten waren 3 bis 5, 2 Stunden 30, 7 Stunden, 3 Stunden, 3 bis 4 Stunden, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 bis 9 Stunden, 2 Stunden, 2 bis 5 Stunden, 3 Stunden, 5 Stunden, 2 bis 3 Stunden, 3 Stunden, 1 bis 2 Stunden, 2 bis 3 Stunden, 2,5 Stunden, 4 bis 5 Stunden, 3 bis 4 Stunden, 3 bis 4 Stunden, irgendwas zwischen 4 und 8 je nach Tag, 2 Stunden, 9 bis 10 Stunden, 30 bis 60 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 bis 4 Stunden. Und die Liste geht weiter und weiter und weiter. Als ich die Frage gestellt habe, haben viele auch einen kleinen Schock bekommen, als sie nachgecheckt haben, wie viele Stunden man auf Social Media verbringt, weil man es einfach nicht realisiert. Die Zeit verfliegt, man hat kein Zeitgefühl mehr. Raum und Zeit existiert irgendwie nicht mehr. Und ich glaube, ich muss euch nicht vorrechnen, wie viel Lebenszeit das schlussendlich ausmacht, wenn man jeden Tag 5 Stunden auf Social Media verbringt. Wenn man das für die Woche ausrechnet oder fürs Monat ausrechnet oder für das Jahr ausrechnet. Wie viel Lebenszeit geht dann drauf und wie viel hat sich diese Lebenszeit rentiert? Und womit hätte man die Zeit mehr nutzen können? Ich muss sagen, ich bin total erschrocken, als ich auch meine Bildschirmzeit angeschaut habe, wie viel Zeit ich wirklich auf Social Media verbringe. Und ich habe realisiert, dass mir diese Stunden nichts bringen. Es bringt mir vielleicht was, 30 Minuten kurz abzuchecken, was meine Freunde machen und so ein bisschen auf den Laufenden zu bleiben, aber die restliche Zeit ist wirklich verschwendete Lebenszeit und es gibt so viele Dinge, die man machen kann, so viele Dinge, die man entdecken kann. Wie oft hat man für irgendwas keine Zeit, aber verbringt 5 Stunden auf Social Media am Tag? Da ist mir aufgefallen, ich muss etwas daran ändern, damit ich nicht später sagen kann, ich habe meine Zeit verschwendet. Für so viele ist es so schwierig, davon wegzukommen, unter anderem auch für mich, weil es einfach eine angenehme Beschäftigung ist. Man kann seinen Kopf ausschalten, es fühlt sich einfach gut an, man ist aufgeregt, man fühlt mit. Aber falls ihr genauso wie ich einfach erschrocken seid von der ganzen Lebenszeit und einfach von dem Gefühl danach und auch daran was ändern wollt, dann habe ich ein paar Ansätze für euch und vielleicht habt ihr Lust, auch mitzumachen bei meinem kleinen Experiment. Schritt Nummer 1 ist, es sich bewusst zu machen. Ich würde mal sogar sagen, aufzuwachen, weil man in dem ständigen Kreislauf, in dem ständigen Konsum, den man hat, das nicht ganz so realisiert. Deswegen ist es gut, erstmal aufzuwachen und zu realisieren, wie viel Zeit man damit verbringt, was sein Ziel ist, wie man sich fühlt und einfach klar zu werden, wie man seine Zeit aktuell verbringt. Es gibt super viele Tricks im Internet zu finden, wie man generell seinen Social-Media-Konsum reduzieren kann. Einerseits ist es, die Notifications auszumachen, weil die uns auch einfach triggern, dass wir auf die App gehen. Und das auch ein Dopamingefühl auslöst, wenn wir Notifications bekommen. Zweitens ist es, dass man das Handy auf schwarz-weiß stellt, damit man nicht die ganzen Eindrücke der Farben hat und es eher langweilig bekommt. Dann gibt es natürlich einen Timeblocker für die Apps, dass man einfach 15 Minuten einstellt oder 30 Minuten. Aber wie schnell kann man das dann mit einem einfachen, simplen Code wieder auf Null stellen quasi und dann hängt man wieder in der Endlosschleife drin. Es gibt super viele Tipps, die man einfach nachgoogeln kann. Ich habe aber beschlossen, dass ich aktiv was dran ändern möchte. Ich möchte mir aktiv ein Ziel vornehmen. Ich mache Social Media, ich bin aktiv auf vielen Plattformen. Für mich würde es nicht gehen, komplett mit Social Media aufzuhören. Es macht mir auch mega viel Spaß. Aber ich weiß, was ungesund ist. Ich möchte differenzieren zwischen Plattformen, die mir gut tun und ich möchte differenzieren zwischen Plattformen, die mir einfach diesen Kick geben. Für mich ist zum Beispiel YouTube eine Comfort-Plattform. Wenn ich auf YouTube mir ein Video anschaue, dann ist es für mich wirklich Comfort-Zeit. Ich fühle mich danach nicht gestresst, ich fühle mich danach nicht doof, ich fühle mich nicht in einem Rad gefangen, ich fühle mich gut und ich fühle mich inspiriert, weil ich Videos anschaue, die mich inspirieren und die mich auch weiterbringen im Leben. YouTube ist zwar eine Social-Media-Plattform, aber YouTube ist für mich eine gesunde Social-Media-Plattform, für mich persönlich, das muss jeder für sich selber herausfinden. TikTok ist für mich keine gesunde Plattform. TikTok ist für mich die Definition von ungesunden Dopamin-Push. Ich liebe auch Instagram, ich liebe es, Stories zu machen, ich liebe es, Zeit zu verbringen, aber Instagram kann auch für mich zu einem ungesunden Dopamin-Push werden, wenn ich in der Endlosschleife der Reels festhänge. Ich nehme mir ein kleines Goal vor für dieses Monat, mache ein Video draus und sag euch, wie es mir danach ergangen ist. Falls ihr Lust habt, macht gerne mit. Definiert für euch eure Comfort-Plattformen, mistet diese Plattformen aus, die euch nicht gut tun und definiert eure Lebenszeit, die ihr täglich für Social Media hergeben wollt. Und versucht das wirklich konsequent einzuhalten. Und dann sehen wir uns in einem Monat wieder und schauen, wie es uns ergangen ist.